Take a moment just to see how you can resource yourself at this moment, because I can see you kind of... I'm arriving. You're arriving, and you're also a little bit forcing yourself to be here. See if you can maybe close your eyes or just... Also, nimm dir einfach Zeit, um hier anzukommen. Ich kann sehen, dass du ein bisschen unter Druck stehst, anzukommen. Nimm dir einfach Zeit, um dich in dir selbst wiederzufinden. It's really okay to take time. Total okay. What you need, yeah. Hier zahlst du dir mit allem, was du brauchst. I'm still with you. We're still with you. Wir sind alle bei dir. Moment is different, you know. We can be sailing along and then we touch another layer of stuff, and so we just have to watch each moment that's right for us. Und jeder Moment ist anders. Es kann sein, dass wir gerade so gut dahin gehen und auf einmal stoßen wir da so auf eine andere Schicht und auf einmal geht die Post. Vielen Dank, dass du diese Einladung angenommen hast. There is calmness and also sadness. And the thoughts about my last nights and evenings where I had really fights with my partner, you know. Da ist Ruhe und ein bisschen Traurigkeit und dann kommen eine Menge Gedanken über meine letzten Abende, wo ich sehr, sehr viele starke Kämpfe mit meinem Partner gehabt habe. And it seems everything is just starting for me, and then also I tell him, hey, please don't take it personal, but it's so strong emotion that although everything I know about these activities, I get really caught. Für mich ist alles so neu und so, und alles fängt gerade an. Und obwohl ich ihm immer sage, bitte nimm nichts davon persönlich, ist es doch so, dass ganz viel von diesen Emotionen und Geschichten so stark sind, dass ich daran so schnell gefangen gerate. Okay, but now? Aber jetzt? I'm here. Just a simple distinction. Also eine ganz kleine Unterscheidung. When you spoke, you said it's coming from me. Als du gesprochen hast, hast du gesagt, es kommt von mir. What's the difference between it's coming from me and it's coming from patterns that are still unconscious in me? Was ist der Unterschied zwischen das kommt von mir oder das kommt aus alten Gewohnheiten und muss dann wie in mir spielen? Na, big difference. Big difference, yeah. Großer Unterschied. Yeah. Just to see if it was up to you, this would not be happening.
Ja, einfach zu schauen, dass wenn es an dir läge, das gar nicht passieren würde. So clearly there's something unconscious playing. Also ist es ganz klar, so, dass etwas Unbewusstes spielt. And you did your best to tell him, please don't take it personally. Und du hast dein Bestes getan, indem du gesagt hast, bitte nimm das nicht persönlich. Because you know it's not personal. Denn du weißt, dass es nicht persönlich ist. Maybe what's even wiser is to take a time out before it goes into that. Und vielleicht wäre es sogar noch weiser, zu versuchen, dir Zeit zu nehmen, bevor es da in die Richtung überhaupt geht. If you can see it's going in that direction. Und wenn du merkst, ah, jetzt geht's in die Richtung. And you can't help it. Dann kannst du es auch nicht verändern. And you can't and you cannot help it. Und du kannst es nicht verändern. Then sometimes it's wise just to say, look, the system is triggered. I just need some time by myself. I will come back. Yeah. Dann ist es manchmal weiser zu sagen, ich merke gerade, mein System ist total angefixt gerade. Ich muss mal mich mal zurückziehen, damit ich wieder zurückkommen kann. Because otherwise, what happens is we end up fighting and saying things that hurt and that we're sorry for. Yeah. Und weil sonst ist es ganz schnell so, dass wir dann anfangen, uns zu schreiben und Sachen zu sagen, die uns gegenseitig verletzen. Und yeah, and you can check. Does it work the same way with you guys? Ja, ist auch mit euch so. Well, it's the same way with all of us. Yeah. And it's not personal. I'm happy you say this because this helps me in this moment when I think about it. Because last night, what I never did until now, I really went to sleep somewhere else. And this morning when I woke up, I felt it was like, what happened this night or before I slept? Like, was I dreaming it? And then I remembered, no, it was happening. But then we met again, and then everything felt like neutral. First time. Ich bin ganz glücklich, dass du das sagst, weil gestern Abend zum allerersten Mal habe ich einfach beschlossen, ich schlafe jetzt woanders und habe das gemacht. Und als ich heute Morgen aufgewacht bin, war das so, wie wenn das irgendwie ein komischer Traum gewesen ist am Abend davor. Und wir haben uns getroffen wieder am Morgen und haben nochmal von vorne angefangen. So seems to me, so wie es für mich erscheint, almost everyone I meet has got automatic unconscious trigger points. Fast jeden, den ich treffe, hat diese automatischen, unbewussten Knöpfe. And it's fantastic to start to recognize what's happening in ourselves. Und es ist fantastisch, dann zu erkennen, was gerade in uns abläuft. Before it becomes super activated. Bevor es überhaupt so super aktiviert wird. We can't always, but many times we can sense. Das können wir nicht immer, aber viele Male können wir schon vorher fühlen, dass etwas losgeht. When it's going in that direction. Wenn sich das in diese Richtung bewegt. Sometimes it's very quick, in one second. Manchmal ist es super schnell. But when, as soon as you recognize it. Aber sobald wir es erkennen können. It's a big kindness to yourself and your intimate friends to say, please, let's just take some time. Ist es ein großer Freundschaftsdienst, den du dir selber und deinen lieben Freunden erweist? Du kannst sagen, ich brauche mal ein bisschen Zeit. We come back when the system has calmed down. Und ich würde gern wieder mit dir zusammenkommen, wenn mein System sich wieder ein bisschen beruhigt hat. Has anyone found any huge value in having a big fight? Hat jemand von euch schon mal erlebt, dass es einen großen Wert gab, da, dass sie einen großen Streit vom Zaun gebrochen haben? Oder es wird Sex sometimes. Some people get, you could say, some organizations get a sense of connection through fighting. Also einige Menschen, weil sie vielleicht so organisiert sind, haben eigentlich erst das Gefühl, sich wirklich zu verbinden, wenn sie sich streiten.
that usually when it's just pain screaming at each other. Aber meistens ist es wirklich eher Schmerz und Anschreien gegenseitig. That leaves residues. Das dann ziemlich viele kleine Restchen hinterlässt. In my experience. Das ist zumindest meine Erfahrung. Comes the idea, okay, we don't fit, so for me it's better to separate. And then comes the idea, no, then next time again, maybe after some years, and always repetition, you know, it's very strong. And then comes manchmal diese Idee von, oh nee, wir passen halt wirklich nicht zusammen, vielleicht wäre es besser, wenn wir uns trennen würden. Und dann kommt aber auch ziemlich schnell das Gefühl, okay, und dann das nächste Mal nach ein paar Jahren geht genau der gleiche Film wieder los. Maybe also from the other towards me, you know, it changes from this. Kommt ja auch der Film vom anderen Seite dann los. It doesn't matter. You know, one of the inquiries that I find useful. Was so eine der Fragestellungen, die ich interessant finde, nützlich finde, danke. Is the inquiry into the idea of relationship. Ist die Fragestellung der Idee von einer Beziehung, von einem Beziehungsschiff, wie es im Englischen heißt, a relationship. Beziehung. Ein Schiff wie eine Beziehung wie ein Schiff zu betrachten. Relationship, ne? Eher wie ein Schiff, nicht wie Scheiße. Just to really explore. Das mal wirklich zu erforschen. And to look at the mechanics. Und sich mal die mechanischen Details anzuschauen. How it functions. Wie funktioniert das? So, first let's just look together. Is this interesting to you guys? Yeah. Ist das interessant für euch? Dann lass uns mal zusammen schauen. Let's look and see if we can see what is a relationship. Was ist eine Beziehung? Konzept. 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 It's a concept, yeah. Yeah, it's a mental construct, yeah. Es ist irgendein verstandesmäßiges Konstrukt. And what does it consist of? Und woraus besteht das? We stay together. There's somehow an agreement here. We stay together. Also irgendwie gibt es da diese Abmachung, wir bleiben zusammen. Unless we change our minds. Wenn wir nicht unsere Meinung verändern. Which everybody is afraid of. What else is it made up of? Was gehört dann noch zu? To me it seems like it's a bunch of spoken and unspoken agreements. Für mich ist es so, als wären da eine Menge, eine Ansammlung von ausgesprochenen und unausgesprochenen Vereinbarungen. Whose function is to try and avoid feeling hurt. Der Nutzen ist, dass wir uns möglichst nicht verletzt fühlen. Just see if that fits for you. Schau mal, ob das für euch so stimmt. Within your life. In eurem Leben. It's not wrong, it's not bad, just to see what it is. Wenn das so ist, es ist nicht falsch und es ist auch nicht schlecht. We meet someone. Wir treffen jemanden. And there's a
attraction. Und es gibt da so eine Anziehung. Mutual attraction with luck. Wenn man Glück hat, eine gegenseitige Anziehung. And then we want to spend time together. Und dann möchten wir gerne mehr Zeit miteinander verbringen. So we start to organize that, yeah? Und dann fangen wir an, das um so zu organisieren. I felt just a deep commitment and also sometimes a very deep connection we have with one person and it's more than just thinking about it. It's just that we fit with one person and that we go a part of this life together and also through difficult bits and through all this what she's saying and through pain and hurt and at least we stay together. I think this is for me relationship. So, yeah. Also für mich ist da noch mehr. Da ist so das Gefühl von tiefem Verständnis und dass wir irgendwie zueinander gehören und dass wir durch die schwierigen und unangenehmen Zeiten auch zusammengehen. Shortcut. And very valuable, I find relationships. Very valuable. Und sehr wertvoll. So let's look a little deeper at that, yeah? Lass uns mal ein bisschen tiefer auf das schauen. Again, no right or wrong, no good or bad. Und wieder kein richtig oder falsch oder kein gut oder schlecht. We just look in together, yeah? Wir schauen uns das einfach zusammen an. So, what is commitment? Was ist dieses sich einlassen? We kind of make a promise, yeah? Wir machen irgendwie eine Art von Versprechen. Is that what you mean by commitment? So we don't run away when there's a difficult situation or when there's a problem coming up, like what you're saying, that there's something. So we're just looking at what is a commitment, not what the commitment is. Okay. What is a commitment? Wir gucken einfach jetzt erstmal, was ist eigentlich ein sich einlassen? Nicht genau, woraus es besteht, sondern was heißt sich einlassen eigentlich wirklich? Commitment wäre besser als Verpflichtung. Ja. To open your heart. But that would be the content. What is a commitment itself? Was ist ein sich einlassen oder auch eine Verpflichtung, die hier vorne gerade vorgeschlagen wird? Was ist das? Was heißt das? Nicht wie das dann, was dann passiert, sondern einfach, was heißt Verpflichtung, einlassen? Like if I say to you, let's meet tomorrow for coffee. Wenn ich jetzt zu dir sage, wir treffen uns morgen auf einen Kaffee. And you say yes. Und du sagst ja. That's not a commitment, that's an agreement, yeah? Mentally coming together. Das ist nicht gleich ein sich einlassen oder eine Verpflichtung. Das ist einfach nur, dass wir etwas vereinbaren miteinander. Correct. It's mentally coming together. We agree. Yeah? Now, commitment is, I promise you, I will be there tomorrow. Commitment ist eher so etwas wie, ich verspreche dir, dass ich morgen da sein werde. Isn't it? Ist das nicht so? Like a promise. Es ist wie ein Versprechen. Or was it different in Germany? Oder ist es in Deutschland anders? I would like to say something to the German word. In Versprechen ist ein miteinander verschmelzen von den zwei Wörtern. Versprechen, ein Promise, aber ich habe mich versprochen. Dann habe ich etwas Falsches gesagt. Das ist eine ganz interessante Verbindung. It's not easy to translate because it's playing with words. But shall I explain? If you can. This word promising in German also means, she says, if you look at it a little different, you know, like you're making a mistake. You said something wrong. Oh. Yes. Yeah. In talking, you have said the wrong thing.
Okay. You misplaced the word or something. So just for fun. Das macht nur so Spaß. How many of you still make New Year's resolutions? Wie viele von euch machen jedes Jahr ein inneres Versprechen? Fürs neue Jahr. Neue Jahr. Ah, wie viele von euch machen sich jedes Jahr gute Vorsätze fürs neue Jahr? And why don't you do it anymore? Warum macht ihr das nicht mehr? There's a saying that is the road to hell is plastered by the good resolutions. So we have difficulty making commitments to ourselves. Wir haben ein Problem damit, uns selber ein Versprechen zu geben, uns einzulassen. But somehow we think we can make a commitment to somebody else. Und irgendwie glauben wir aber trotzdem, wir können das mit jemand anders machen. Für jemand anderes. Today the marriage vows are like this. Also heutzutage sind die Hochzeitsschwüre genau das. I marry you in good times and bad times. Ich verheirate mich mit dir durch gute und durch schlechte Zeiten. In sickness and in health. In Gesundheit und Krankheit. Through all the shit in the world. Durch all den Scheiß der Welt. Forever. Or unless I change my mind. Es sei denn, ich ändere meine Meinung. Ist das nicht so? But what's interesting is that somehow we get something from making this commitment. Das Interessante ist aber, dass irgendwie ziehen wir etwas daraus, diese Art von Versprechen zu geben. It looks like it gives us something. Mm-hmm. Es sieht irgendwie so aus, als würde uns das etwas geben. Mm-hmm. It looks like it gives us security. Mm-hmm. Es sieht so aus, als würde uns das Sicherheit geben. Isn't it? Ist das nicht so? If I make a contract with a person who's a liar, wenn ich einen Vertrag schließe mit jemandem, von dem ich weiß, dass er ein Lügner ist, and I have my contract. Und ich habe diesen Vertrag. How valuable is that contract? Wie wertvoll ist dieser Vertrag? See, we all had experience, yeah. Sometimes a liar is ourselves, yeah. Und ihr kennt also diese Erfahrung. Manchmal ist dieser Lügner wir selber. We make this promise, I'll stay with you. Wir machen dieses Versprechen, ich bleibe bei dir. And then? Und dann? Something else. I can't keep my commitment, I'm sorry, yeah. Aber dann passiert irgendetwas und ich kann mein Versprechen nicht halten. Sometimes it's not even I'm sorry, it's your fault. Und manchmal ist es gar nicht, es tut mir leid, sondern meistens ist es, du hast eigentlich Schuld. But in that moment, you are not consciously maybe lying. You are thinking, yes, okay. It's not conscious. Another time you are thinking, no, thank you, no more. No problem. Und in dem Moment lügst du wahrscheinlich auch noch nicht mal, weil du glaubst es wirklich, was du sagst. Aber es kann sein, dass ein paar Momente später das alles nicht mehr stimmt. In my view, we're looking at something that we're all navigating. In meiner Sichtweise schauen wir uns etwas an, durch das wir uns alle so hindurch navigieren. There's no right, there's no wrong. Es gibt kein richtig und kein falsch. We're just looking together, yeah. Wir schauen einfach zusammen. Why do we make a commitment? Warum machen wir gehen wir eine Verpflichtung ein? I would like to change it, so it's not that we make a commitment, that we have a commitment. It's not like a contract with some people. We have a commitment, whether we want to or not. And it's, I experience it as something beautiful, even though it can change it and you meet other people and this is all included. But with some people we have commitment, so from the inside. Würde das gerne nochmal verändern. Also es geht nicht darum, dass wir eine... It's not easy to translate. There's a very big difference in German and English there. Mm-hmm. For us, it's commitment is something Einlassen. Deeper than just a contract. Einlassen. It's like we are opening our heart. Mm-hmm. And so you're talking about then connection. Mm-hmm. We have a connection. Yeah. A felt sense of connection, yeah. Mm-hmm. Also es wäre eher so etwas, wie wenn wir ein tiefes Gefühl der Verbindung haben miteinander. Mm-hmm.
Which is different than commitment. Yes, that's what I mean. Und das ist anders, als wenn wir eine Verpflichtung haben. Because so often I hear people talking, they betrayed me. Weil ich höre zum Beispiel so oft, dass Menschen sagen, er hat mich betrogen. Was that common in Germany? Gibt es das auch in Deutschland? They betrayed me, yeah? Sie haben mich betrogen. What does that mean? They haven't kept their promises. They didn't keep their promise, yeah? How many of you have had affairs? Wie viele von euch hatten mal ein Verhältnis? Well, several at the same time. More than can you just raise your hand so we're at the same time? More than 60%. Mehr als 60%. Why does it happen? Warum passiert das? Do we do it because we bad? The devil made us do it? Ist das, weil wir so sündig sind, weil der Teufel uns das eingeflüstert hat? Why do we do it? Because we love. Many reasons, I think, yeah. Also es gibt ganz viele, viele verschiedene Gründe dafür. Something wants to feel alive, yeah? Irgendetwas in uns möchte sich lebendig fühlen. Isn't it? Ist das nicht so? Yes. 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 So it's natural in our life. Whether it's natural or not, I don't know. But we can just see from... If we take the judgment off, we can see that it happens a lot. Also ich weiß auch nicht, ob das natürlich ist oder nicht, aber was wir sehen können ist, wenn wir das Urteil wegnehmen, das ist einfach passiert. Können wir das machen, von back in? Können wir das Mikrofon mal hinreichen? Ja. Ich kann auch ganz laut sprechen. It's better for the tape. Ist besser für die Aufnahme. You're recording through the microphones, yeah? Also ich denke, dass ganz viele Verhältnisse dadurch entstehen, weil es verboten ist. Also ich spreche aus eigener Erfahrung. I think that many of these affairs actually happen because it's forbidden, because it's their secret. Und wenn es eben nicht verboten wäre, in Anführungsstrichen verboten, sage ich, dann würde man sich nicht in dieses Drama verlieben. Und in dieser Versteckung. Und wenn es, sagen wir mal, erlaubt wäre, auch mal anderen Menschen etwas näher zu kommen, trotz einer intakten Ehe. So if it wouldn't be that secret and forbidden, then maybe we wouldn't even think about getting into that kind of drama and trouble. So if in a marriage, if it wouldn't be forbidden to have an affair, it wouldn't maybe happen. Maybe it wouldn't even happen. Yeah, we don't know. Dann würde es nicht so viele Verhältnisse, denke ich mal, geben. I think there wouldn't be as many affairs. Und so viel Drama. Or maybe it wouldn't be called an affair. Vielleicht würde es auch noch nicht mal ein Verhältnis genannt werden oder eine Affäre. Because when we mature, denn wenn wir erwachsen werden oder reifer, why would you want to interfere with what someone you love wants to do? Warum würdest du dich einmischen wollen, etwas, was derjenige, den du liebst, tut? Only reason why we would. Der einzige Grund, dass wir das tun würden, is because for most of us it brings up very deep emotions. Das einzige, der einzige Grund wäre tatsächlich, dass für viele von uns das eine Menge tiefe, tiefe Emotionen hervorbringt. That we want to try to avoid at any cost. Die wir auf jeden Fall gerne vermeiden möchten. Isn't it?
Ist das nicht so? I mean, let's just speak it like it is. Lass uns das einfach mal so aussprechen. But even that. Und sogar das. Can we stop anything from happening? Können wir irgendetwas davon vermeiden? Können wir das irgendwie stoppen, dass das passiert? By extracting a commitment from someone. Indem wir jemanden ein Versprechen ablegen. Or can we even stop ourselves by making commitments? Oder können wir uns selber davon abhalten, indem wir ein Versprechen abgeben? Not in my experience, anyway. Nicht in meiner Erfahrung. Part of the difficulty. Ein Teil der Schwierigkeiten is confusion around hurt. Ist diese Verwirrung im Bereich Schmerz. I think we've all experienced hurt at least once. Yeah. Ich glaube, wir haben alle schon mal Schmerz erlebt, oder? Anyone here who's never experienced hurt? Irgendjemand, der noch keinen Schmerz erfahren hat? We all have, yeah. So we know that hurt happens. Also wir wissen, dass Schmerz geschieht. Usually when hurt happens. Und normalerweise, wenn wir Schmerzen haben, we think there's something wrong with me that it's happening. Dann denken wir, da ist irgendetwas mit mir falsch, dass das jetzt passiert. Or we think that somebody else hurt us. Oder dass irgendjemand uns wehgetan hat. Is that same here in Germany? Ist das in Deutschland auch so? It's okay, Dan, so. Is it the same or not? Ist es das gleiche oder nicht? Das gleiche. Das gleiche, okay. We believe that we can hurt somebody else. Wir glauben auch, dass wir jemandem Schmerzen zufügen können. Is that simply also here in Germany? Könnte das auch in Deutschland? So, if you believe that you can hurt somebody else, wenn du glaubst, dass du jemand anderem wehtun kannst, how free do you feel to be yourself when you're with them? Wie frei fühlst du dich, du selbst zu sein, wenn du mit ihm zusammen bist? In intimate relating. In einer intimen Beziehung. Do you feel free? Fühlst du dich frei? No. Yeah. Who do we normally blame for not feeling free? Und wem geben wir dann die Schuld, dass wir uns nicht frei fühlen? The other person, yeah. Dem anderen. How does that work for intimate relating? Und wie läuft das dann in Beziehung? You're not being yourself. Du bist nicht du selbst. So that you can have a relationship. So dass ihr eine Beziehung haben könntet. And even if the person tells you I love you. Und sogar wenn die andere Person dir sagt ich liebe dich. You can't really believe it. Kannst du das nicht wirklich glauben? Because if you're really yourself, you know they'd leave you. Weil wenn du wirklich du selbst wärst, weißt du, die würden dich verlassen. And often we feel in a cage, yeah, we feel trapped. Und ganz häufig fühlen wir uns wie in einem Käfig, eingesperrt. And we feel pissed off about it. Und wir sind sauer darüber. Isn't it? Ist das nicht so? Or is it different here? Oder habt ihr das in Deutschland nicht? If we believe that somebody else can hurt us, wenn wir glauben, dass uns jemand wehtun kann, we have to defend ourselves. Dann müssen wir uns verteidigen. Isn't it? Ist das nicht so? So your intelligence is going to organize to try and control the other person. Also organisiert sich deine Intelligenz darum herum, einen anderen zu kontrollieren. Defend yourself. Dich selber zu verteidigen. And at the same time try to get love from him. Und gleichzeitig noch Liebe zu bekommen. How does that work in intimate relations? Wie funktioniert denn das in Beziehung? Anybody had any luck with it so far? Hat jemand schon von euch schon mal Glück gehabt damit? The way I'm speaking. Die Art und Weise, wie ich jetzt gerade spreche. Is it clear?
Ist das so klar für euch? I mean, I think you can all see it, yeah. Ich glaube, ihr könnt es alle erkennen. So what's the truth about hurt? Also was ist die Wahrheit über Schmerz? Do we hurt ourselves? Tun wir uns selber weh? Does somebody else hurt us? Tut jemand uns weh? Or is it simply some unconscious material? Oder ist es irgend so ein unbewusstes Material? That's coming up. Das hochkommt. Which is it? Was fehlt dir? If we believe that I'm hurting myself. Wenn wir glauben, dass wir uns selber wehtun, then there's a deep sense that there's something very wrong with yourself here. Dann haben wir dieses Gefühl, dass wir ziemlich schlecht sind, ziemlich falsch sind. If you believe someone else is hurting you, wenn du glaubst, dass jemand dir wehtut, you'll feel separate. Dann fühlst du dich erstens getrennt. Your radar will always be looking for what's going on. Und dein Radar ist komplett auf den Feind ausgerichtet. You'll never feel at peace. Du wirst dich niemals in Frieden fühlen. You might have a relationship. Das kann sein, dass du eine Beziehung hast. But guaranteed that after the honeymoon period. Aber ziemlich unter Garantie nach den Flitterwochen, danke schön. It's gonna start getting dead. Fängt es an, sich tot anzufühlen. Guaranteed. Unter Garantie. There'll be a sense of confusion. Es wird Verwirrung geben. Despair. Verzweiflung. Wanting to do something to come out of it. Das dringende Bedürfnis, etwas zu tun, um da wieder rauszukommen. And not knowing how to do anything. Und dieses Gefühl von keine Ahnung haben, wie man da wieder rauskommen kann. Some of you might know what I'm talking about. Einige von euch können vielleicht erahnen, worüber ich spreche. I'm curious, how many of you can relate to what I'm saying? Ich frage mich, wie viele von euch können sich damit in Beziehung setzen. Who has no idea? Wer kennt das in gar keiner Weise? It seems that we have a common interest. Es scheint so zu sein, dass wir ein gemeinsames Interesse haben. To want to live life. Das Leben auf eine Art und Weise zu leben. Where we're meeting each other beautifully. Wo wir uns auf eine schöne Art und Weise begegnen. So how do we meet each other beautifully? Und wie können wir das tun? Wie können wir uns auf eine schöne Art und Weise begegnen? Studies show that within a few seconds of meeting someone, es gibt Studien, die zeigen, dass innerhalb von Sekunden, wenn wir einander getroffen haben, we form an impression of the person, dass wir einen Eindruck von der Person erhalten haben. And from then on we relate to the impression, we don't relate to the person at all. Und dass wir von dem Augenblick an uns auf diesen Eindruck beziehen, nicht mit auf die Person. Do we do that with our parents? Machen wir das mit unseren Eltern? Our children? Unseren Kindern? Our partners? Unseren Lebenspartnern? With everybody, yeah? Mit jedem. Even ourselves. Sogar mit uns selbst. We get an impression and we stop relating to anything else. Wir haben diesen Eindruck von uns selbst und wir hören auf, uns auf irgendetwas anderes zu beziehen. So that's the habit, you can say. Das ist die Gewohnheit. And into that habit that's been going on for generations. Und in diese Gewohnheit, die seit Generationen andauert, comes an interest. Kommt auf einmal dieses Interesse hinein. To live in a beautiful way.
auf eine schöne Art und Weise zu leben. And that's why we have to pay. Und das ist der Grund, warum wir hier sitzen. So let's look at what it means to meet in a beautiful way. Dann lass uns doch mal schauen, was es heißt, sich auf eine schöne Art und Weise zu begegnen. To me, what's essential, was für mich essentiell daran ist, is to see who we are first. Ist zu erkennen, wer wir sind, zuallererst mal. So let's start with that. Lass uns mal damit anfangen. Who are you? Wer bist du? Are you your personality? Bist du deine Persönlichkeit? Are you your profession? Bist du dein Beruf? Or are you something deep? Oder bist du etwas noch Tieferes? If we look, wenn wir schauen, we can see that what we call, können wir sehen, dass das, was wir diesen Moment nennen, is an experience to us. Einfach nur eine Erfahrung für uns ist. The whole world, die gesamte Welt, time, space, Zeit und Raum, matter, energy, Materie, Energie. Everything is an experience to us. Alles ist einfach eine Erfahrung für uns. That's all we have in this moment. Is das an experience. Das ist alles, was wir in diesem Moment haben, diese Erfahrung. Does that everyone can see that? Kann jeder von euch das verstehen? Any difficulty with that? Irgendwelche Schwierigkeiten damit? Right now, all there is, this jetzt, room. Gerade alles, was da ist, dieser Raum. Your body. Dein Körper. My body. Mein Körper. It's all an experience to you. Ist einfach eine Erfahrung in dir. If you're not sure about your body, just check to see how you know you have a body. Wenn du nicht so genau weißt, wie das mit deinem Körper ist, guck mal, wie du weißt, dass du einen Körper hast. How do you know you have a body? Wie weißt du, dass du einen Körper hast? You see something or you feel something, right? Feel. Du siehst oder du fühlst, dass, du, dass da etwas ist. Means it's an experience, yeah. Das heißt, es ist eine Erfahrung. So, there's an experience here now. Also da ist jetzt diese Erfahrung. Normally we think it's the body that experiences. Normalerweise glauben wir, dass es unser Körper ist, der diese Erfahrung macht. We think it's the body that experiences, but if there's a dead body, it doesn't seem to experience anything, yeah? Aber ein toter Körper scheint nichts zu erfahren. It's not the body that experiences, it's you. Also es ist nicht der Körper, der das erfährt, es bist du. The body is an experience itself, it can't have another experience. Der Körper an sich ist auch eine Erfahrung, die kann keine andere Erfahrung haben. So the experience of this moment is appearing in you. Das heißt, die Erfahrung dieses Moments erscheint in dir. That includes all thought. Das schließt jeden Gedanken ein. All beliefs. Alle unsere Glaubenssysteme. All positions. Alle unsere Positionen, Sichtweisen. Everything. Yeah. Alles. Appearing in you. Erscheint in dir. That's clear. Ist das klar? Oder nicht? So then, who are you? Das heißt, was bist du? Wer bist du? You are that in which everything appears. Yeah? Du bist das, in dem das alles erscheint. Everything. Alles. The whole universe. Das gesamte Universum. You're not in the universe. The universe is in you.
Du bist nicht im Universum, das Universum ist in dir. You're not in the body, the body is in you. Du bist nicht im Körper, der Körper ist in dir. It's already a separation. This is really two things. Experience and me, others, two things. Gibt es da wirklich eine Trennung? Gibt es da wirklich zwei Dinge, also ich und die Erfahrung? Sind das zwei getrennte Dinge? Usually we think there's me. Normalerweise glauben wir, da gibt es also ich, mich. I'm in the body. Und ich bin hier in diesem Körper. And the body is in the world. Und der Körper ist hier in der Welt. But then you look and you see actually no. Aber wenn du dann genau hinguckst, dann erkennst du wirklich tatsächlich. The whole experience. Ist die ganze Erfahrung. Is appearing in me. Erscheint in mir. And I can't say what I am. Und ich kann nicht sagen, was ich bin. There's no inside and outside action. Es gibt kein Innen und Außen, tatsächlich. Just everything appearing here. Es ist einfach, dass alles hier jetzt erscheint. Including the sense of me. Eingeschlossen der, die Idee von mir. Everything. Alles. So when we look at what looks like another person. Wenn wir also auf das schauen, was aussieht wie eine andere Person, that, in which everything is appearing. Dann gibt es noch das, in dem alles erscheint. You maybe see a body, kann sein, dass wir einen Körper sehen, but that body is appearing in that which we cannot see. Aber dieser Körper erscheint in diesem, was wir nicht sehen können. So in essence, that which in which everything is seen through millions of eyes. Also in der Essenz ist das, durch das alles sieht, sieht durch Millionen von Augen. Is that clear? Or too esoteric? Or? It's not very abstract. Is it too abstract? No. Just very. Just funny that you come to a point where you can't kick it anymore. You can't, yeah. But you can, you know it somehow. It's very relaxing. Es ist lustig, man kommt dann an so einen Punkt, wo man es einfach nicht mehr denken kann. Und trotzdem wissen wir es halt eigentlich. Und das sagt Schala, ist sehr spannend. Und sehr entspannend. Because when I'm so big, that everything else is so small, and so it's not so intense anymore. Some small things in the big. Weil dann bin ich in Anführungsstrichen so groß und alles andere so klein, dass es alles nicht mehr so wahnsinnig wichtig und dramatisch erscheint. How many of you get a sense of what I'm talking about? Wie viele von euch haben eine Ahnung, wovon ich spreche? When it's not important, if you don't, it's okay. Das ist nicht wichtig, wenn ihr das nicht habt, dann ist es auch in Ordnung. Back to meeting each other beautifully. Also um zurückzukommen dazu, uns einander auf eine schöne Art und Weise zu begegnen. What does it mean to meet someone beautifully? Was heißt das also, jemanden auf eine schöne Art und Weise zu begegnen? Does it mean there's a you and a them? Gibt es da etwas wie ein Du und ein Die? To be present in the moment. Be present in the moment, yeah.
in the recognition, in diesem Bemerken, that we all anybody has, dass wir alle etwas haben, is the this moment. Dass wir alle, das Einzige, was wir alle haben, dieser Moment ist. Does anybody have more than this moment? Hat irgendeiner von uns mehr als diesen Moment? That's what we have. Das ist, was wir haben. Many different interpretations. Es gibt viele, viele verschiedene Arten und Weisen der Interpretation dieses Moments. Usual habit of relating to the moment. Was ist unser gewöhnlicher, unsere Angewohnheit, wie wir auf diesen Moment reagieren? I like to joke that for most people the habit is waiting for a better experience. Ich mache gerne diesen Witz, dass die meisten von uns in diesem Moment auch eine bessere Erfahrung waren. This isn't it. Das ist es noch nicht ganz. I'm waiting for enlightenment. Warte auf die Erleuchtung. I'm waiting for something. Irgendwie warte noch auf etwas. So whatever this moment is, I reject it. Also was auch immer dieser Moment ist, ich weise ihn zurück. I'm waiting. Ich warte noch ein bisschen. I'll be happy later. Später werde ich dann glücklich sein. But now. Aber jetzt? It's not yet, yeah. Das ist es noch nicht. So, the way most people live is waiting. Das heißt, die Art und Weise, wie die meisten Menschen leben, ist, dass sie warten. And then they die. Und dann sterben sie irgendwann. I think it's common in Hamburg also. Ich glaube, das ist in Hamburg ähnlich, oder? If there was an interest to appreciate, enjoy, be grateful for this moment, wenn es ein Interesse gäbe, diesen Moment zu genießen und ihn dankbar zu empfangen, how would that feel in your body? How would you? Wie würde sich das in eurem Körper anfühlen? What would be that movement? Yeah. Was wäre die Bewegung, die entsteht? Instead of waiting. Anstatt zu warten. Joy. There would be joy. Joy, yeah. But something has to happen. Yeah. What is that? Tja, aber da muss irgendwas passieren. Was ist das? Connection. Man kann relax. Relaxing, yeah. Entspannung. Öffnung. Opening. Verbundenheit. Connectedness. Connection, yeah. So it's interesting. What produces that shift? Das ist interessant. Was macht diese Bewegung? Was macht diese Verschiebung? Here we are. Hier sitzen wir. Conditioned for generations to wait. Seit Generationen darauf konditioniert zu warten. And then, okay. Und dann auf einmal, okay. Is it possible to meet this moment? Ist es möglich, diesen Moment as the beloved? Wie dem einem Geliebten zu begegnen? Is it possible to meet this moment? Ist es möglich, diesen Moment zu begegnen? Feinschmeckig. Wie ein Feinschmecker, ein Gourmet. Und das ist eigentlich das, was jeden Moment passiert. Because either we find schmecking. Denn tatsächlich ist es so, entweder wir genießen or we're waiting. Oder wir warten. Does find schmecking depend on circumstance? Und ist dieses Genießen, dieses Feinschmecken, ist das abhängig von irgendwelchen Umständen? Or is it possible to feinschmeck all the time?
Oder ist es möglich, zu jedem Zeitpunkt reinzuschwingen? We first have to get all the circumstances correct. Müssen wir erst all die Umstände richtig hier zusammenbauen? Dann klappt es meistens nicht. Then usually it doesn't work. We wait for the right circumstance. Yeah. Es braucht den Moment, wo das Vertrauen hat. It just needs this kind of trust and hold. It's interesting you say that. It's interesting that you say. Because the way most expressions of totality, commonly called people, are organized. Denn normalerweise, wenn diese Ausdruck von der Ganzheit, was normalerweise Mensch genannt wird, wie die organisiert sind, is to trust mistrust. Ist, dass wir uns eher auf das Misstrauen vertrauen. We trust mistrust. Yeah. Wir vertrauen dem Misstrauen. We think it's going to help us. Wir glauben, das hilft uns irgendwie. But just for fun, can we just enjoy each other for a few minutes? Aber einfach mal nur so aus Spaß, können wir einander für ein paar Minuten einfach nur genießen? This moment. Diesen Moment. Which includes each other. Der uns alle mit einschließt. Or is it better to wait for a later moment? Okay? Oder wäre es vielleicht besser, auch einen späteren Augenblick zu warten? Or can we just enjoy each other? Oder können wir uns einfach jetzt genießen? And if we can enjoy each other, und wenn wir uns jetzt genießen können, how much is it allowed? How much are we allowed to enjoy each other? Wie viel dürfen wir uns da genießen? A little bit, or? Ein kleines bisschen? Completely. Oder total. What's proper in Hamburg? Wie weit darf man das in Hamburg gehen? Sehr vorsichtig. Okay. So for a moment. Für einen Moment. Let's create a separate reality. Lass uns mal eine zweite Realität erschaffen. And you have permission. Und in der habt ihr die Erlaubnis. To fully enjoy. Diesen Moment komplett zu genießen. Just for a few minutes, you have a. I can't move. Even in war, you can take a few moments out to celebrate. So nach dem Krieg hat man ab und zu mal ein paar Minuten Waffenstillstand. We have a few moments we can enjoy. Then you can go back to your usual habit. Also wir haben ein paar Minuten einfach mal nichts Raum, uns gegenseitig zu genießen. Ihr könnt später wieder ins Normale zurück. And just how does the room feel? Did something change in the room? Und jetzt spürt man, hat sich irgendwas in diesem Raum verändert? Can anyone notice that? Kann irgendjemand das fühlen? Yes, no? Yes. Yes. Yeah. Some people can answer. And it's like in that moment of sight which is now not present. Yes. In dieser Zeit, wo man kämpft, die jetzt gerade nicht da ist. Feinschmecking seems to me really impossible. Impossible, yeah. Erscheint es mir so, dass dieses Feinschmecken irgendwie nicht möglich ist. It's not possible. Es ist nicht möglich. So, when the system is activated, das heißt, wenn unser System aktiviert ist and it's noticed, und wir das bemerken, what usually needs to happen is the system needs to resource itself and quieten it down. Was normalerweise passiert ist, dass wir dann unser System sozusagen wieder zurückholen müssen an die Quelle und es einfach ein bisschen runterfahren will. Because as long as it's activated, denn solange es aktiviert ist, we don't have the circuitry in the brain to function. Funktionieren unsere haben wir Kurzschluss im Hirn und wir können nicht mehr functionieren. Our system is in survival.
weil unser System einfach auf Überlebensmodus geschaltet ist. So it needs to calm down before it's possible. Das heißt, es muss einfach runterfahren, bevor das Feinschmecken wieder passieren kann. And to calm it down uses many different ways to resource. Yeah? Und um es runterzufahren, gibt es viele, viele verschiedene Arten und Weisen, uns wieder zu anzuschließen. But the biggest is being gentle with yourself. Aber das Einfachste und das Schnellste ist einfach sanft und freundlich mit dir selber zu sein. If we harden ourselves because there's activation. Wenn wir anfangen, hart mit uns selbst zu werden, weil wir in dieser Aktivation sind, that is identification. Das heißt, wir sind identifiziert mit uns. And it makes us terrible. Dann wird es schrecklich. When we can be gentle, we see out. Und wenn wir sanft mit uns sein können, dann haben wir gut. Diese Aktivation. Verdammt, da habe ich schon wieder diese Aktivation. This is an opportunity. Und es ist eine Gelegenheit. What needs to happen to resource ourselves? Und was brauche ich jetzt, um mich wieder zu mir selber zurückzufinden? If the system feels respected and honored. Und dann fühlt sich das System respektiert und gewertschätzt. We're not being violent inside ourselves. Wir sind nicht mehr gewalttätig gegen uns selbst. We're inviting ourselves in the most beautiful way to be at peace. Wir laden uns selber auf eine sehr schöne Art und Weise ein, wieder in den Frieden zu kommen. Then, once it's at peace, easy to feinschmecken again. Und wenn wir erstmal hier im Frieden sind, ist es einfach, wieder zu feinschmecken. You can't fight the nervous system. Ihr könnt das Nervensystem nicht bekämpfen. When the nervous system isn't in existential mode. Wenn das Nervensystem im Überlebensmodus ist, it's not concerned with feinschmecken. Kann es sich einfach nicht mit Feinschmecken beschäftigen. It's only busy with surviving. Es versucht einfach nur zu überleben. Please. Can we press them up? I just have a imagination between the languages. Ich habe gerade so eine Idee über die verschiedenen Sprachen. In English I got the word pain now. And I feel that the pain comes from inwards, or that it is my pain. If I think at hurt or feel into hurt, first I say to myself, she or he is hurting me, or I think that hurts me, so that I come into suffering. And if I can say truly or very truthful and honestly, that is my pain, it's okay, or something like that, I love myself with that pain, I look to that caressing to that pain, something like that. And is this maybe for German a word which we can maybe find also? I don't know exactly what is the difference between hurt and pain. Then pain hurts, and hurt makes pain. But in English, there is another flavor to it. Maybe we can dive into this pain, or anchor ourselves into the pain with this great yes, or it's my pain, okay. Then it can be freed, but liberated. But I don't find the German connection. I don't know if you see that also, or can you help me? Do we need to translate this?
Den kannst du am besten selber übersetzen, weil... Ja, das ist ja... I can answer, and the question will become clear from the answer. Okay. Yeah. Also Isaac antwortet mal, weil die Frage wird klar mit der Antwort. The moment we resist any experience. In dem Moment, wo wir jeder irgendeine Erfahrung Widerstand lassen. It gives energy to that. Geben wir dieser Erfahrung Energie. But when we look at, we speak, I resist the experience. The way we speak is I. It's me that resists the experience. Aber wenn wir darüber sprechen, dass es ich bin, die diese Erfahrung widersteht. But if we look deeper, we can see that resistance is automatic. Nobody did it. Aber wenn wir tiefer schauen, ist auch dieser Widerstand automatisch. Das ist nicht ich, die das oder du, der das tut. It's just an automatic movement. Es gibt nur diese automatische Bewegung des Widerstands, des Gegen, des Kampfs. If we go very deep into this story of my, wenn wir sehr tief in diese Geschichte von mir, nicht meins, is experience now. Die Erfahrung jetzt. To whom does the experience belong? Wem gehört diese Erfahrung jetzt? There is experience. Es gibt also Erfahrung. To whom does it belong? Wem gehört die? Oder zu wem gehört sie? My way of languaging would be it belongs to totality. Meine Art der Sprache wäre, sie gehört der Ganzheit. There will be some interpretation of the experience. Es mag ein paar Interpretationen von Erfahrung geben. But that interpretation also is automatic. Nobody is doing it. Aber auch diese Interpretationen sind automatisch. Niemand macht die. It's conditioned. Die sind so geprägt. Where does the condition come from? Und wo kommen die Prägungen her? Also from totality. Auch aus der Ganzheit. Somehow we developed a way of thinking. Irgendwie haben wir eine Art zu denken entwickelt. I, me, my, you. Ich, mich, meins, du. It's just a way of thinking. Ist einfach eine Art zu denken. If I hold a mirror, wenn ich ein Spiegel hochhalte, does the mirror say this is my reflection? Dann sagt der Spiegel, das ist deine Reflektion. Ist das so? The mirror doesn't think, yeah? Doesn't der, say. Der Spiegel denkt noch nicht mal. This is mine, yeah? And I move it up, this is mine, yeah? Wenn ich sage, halt, das ist meine Reflexion, nein, das ist meine Reflexion. It's just reflecting, yeah? Der Spiegel reflektiert einfach. And we can see that the reflection in the mirror doesn't mean anything about the mirror. Und wir können sehen, dass die Spiegelung im Spiegel nicht über den Spiegel aussagt. So we're sitting in this room. Jetzt sitzen wir also in diesem Raum. And we feel each other. Und wir fühlen einander. We also feel the world. Wir fühlen auch die Welt. We feel what's happening. Wir fühlen, was passiert. What does that mean about us? Und was sagt das über uns aus? What does our experience mean about us? Was sagt unsere Erfahrung über uns aus? As I can see nothing. Yeah. So wie ich das sehe, nichts. How's it for you guys? Wie sieht es für euch aus? It's not the usual way of thinking at all, yeah? Das ist nicht die normale Art und Weise zu denken.
But it's the way of seeing that arises when you inquire, when you look deeply. Aber das ist die Art und Weise zu schauen, die erscheint, wenn man anfängt wirklich tief zu hinterfragen. It's not right or wrong, or good or bad, or. Das ist nichts richtig oder falsch oder gut oder schlecht. It's just what happens through inquiry, through seeing. Das ist einfach etwas passiert, wenn man hinterfragt, wenn man sich Dinge genau anschaut. Acceptance of pain for us all if pain or hurt comes up. Ist es die Akzeptanz von Schmerzen für uns alle, wenn Schmerz hochkommt, erscheint? Okay. It's actually much deeper than acceptance. Es ist noch viel tiefer als Akzeptanz. It's a recognition that there's nobody to accept or not accept. Es ist ein Erkennen, dass es niemand gibt, der das akzeptieren könnte oder nicht akzeptieren könnte. The movement of not wanting any experience. Diese innere Bewegung, irgendeine Erfahrung nicht haben zu wollen. Nobody does that. Das ist nichts, was jemand tut. It's an automatic movement. Es ist eine automatische Bewegung. Which then feels like there's a me there. Die sich dann anfühlt, als gäbe es ein Ich. That movement is the feeling of me. Tatsächlich ist diese Bewegung das Gefühl Ich. Without that movement, there's just peace. Ohne diese Bewegung gäbe es kein Frieden. Gibt es nur Frieden. So. So that movement is not conscious, it's just an automaticity. Und diese Bewegung ist nicht bewusst, es ist einfach ein Automatismus. That nobody does. Die niemand macht. The feeling perspective from that movement. The feeling perspective? Yeah. The felt sense, the feeling. Die Sichtweise aus dieser Bewegung is there, that there's a me here that's resisting. Entsteht, dass da gibt es ein Ich und das widersteht, das hat Widerstand. But if you look carefully, you can see that it's just resisting. Was, wenn du genau hinguckst, aber ist, dass es einfach ein Widerstand gibt. And nobody's doing it. Und keiner macht ihn. So get out of the resistance is the key, maybe, or let go of the resistance. Diesen Widerstand loszulassen, ist das vielleicht der Schlüssel? That movement to resist. Diese Bewegung, etwas zu widerstehen, is usually a movement of the nervous system trying to survive. Ist normalerweise eine Bewegung des Nervensystems, das einfach überleben will. So mostly it's trying to survive. Also es ist meistens an Überleben gebunden. It feels as if there's not resistance. Es fühlt sich an, als wäre es so, wenn da kein Widerstand wäre, könnten wir sterben. That's why it's not so easy to be present to the experience. Deswegen ist es auch nicht so einfach, dieser Erfahrung gegenüber gegenwärtig zu sein. Because somehow it feels like if we're present, it will kill us. Denn es könnte sein, dass wenn wir da gegenwärtig sind, dann würde uns das umbringen. But there is only one human drama. Aber es gibt nur ein menschliches Drama. Which is not wanting the experience we have. Und das ist, dass wir einfach die Erfahrung, die wir gerade haben, nicht haben wollen. It has a million faces.
Das hat ungefähr 1 Million verschiedene Ausdrücke. But that's the basis. Aber das ist die Basis. It's automatic. And it's automatic. And it's automatic, yeah. And it's tied to survival. Und es ist auch noch an dem Bedürfnis zu überleben gebunden. And it's unconscious. And it's unconscious. Nobody does it. Und es ist unbewusst. Niemand macht es. Nobody can help it. Und keiner kann es ändern. Nein. What happens is that there's a noticing that starts to happen. Was passieren kann, ist, dass da ein Bemerken entsteht. So that movement isn't unconscious anymore. So dass diese Bewegung nicht mehr unbewusst meint. And there's a recognition of the cost of that movement. Und es ist ein Erkennen, was uns diese Bewegung kosten wird. So no different than if you bump yourself on something. Also wenn du zum Beispiel dich selber an etwas stößt. And it hurts. Und es tut weh. There's a recognition of you know, not wanting to do that again. Da gibt es so ein Erkennen von, okay, das machen die normal. How does that happen? Wie passiert das? Do you have to think about it? Or musst du da länger drüber nachdenken? It's automatic. Oder passiert das automatisch? It's automatic, yeah. Ja, es ist automatisch. So once we start to see the way that these movements have been fooling us. Wenn wir erstmal anfangen zu erkennen, wie diese Bewegung uns in der Gegend herumscheucht. They start to quieten down. Fangen wir an, das runterzufahren. If you try to stop them. Wenn wir versuchen, sie zu stoppen. Works backwards. Wirkt es eher andersrum. If there's just a gentle scene. Wenn wir sie einfach nur ganz sanft betrachten können. And a deep interest to rest. Und wir ein tiefes Interesse daran haben, zur Ruhe zu kommen. Thank you very much. You're welcome. Very much. Thank you, Alison. Yeah, thanks, Ralph. See you again. Talk to you again. See you again. So let's take a moment to find Shrek again. Interesting. Lass uns noch mal einen Moment hier zusammen rumsitzen und feinschmecken. If your system was activated. Und sei freundlich mit dir, wenn dein System in Aktivation ist. Is it difficult to fein schmecken? Ist es schwierig, fein zu schmecken? It is the easiest what can happen. It's the easiest that can happen. Ist tatsächlich das Einfachste, was passieren kann. Is that true for you guys? Gibt das für euch andere auch? Is anybody having difficulty? Hat irgendjemand Schwierigkeiten? It's okay. Was fein ist. But once the old habit is so fast, it's easy. Wenn die alte Gewohnheit erstmal überholt ist, dann wird es einfach. Yeah. In the moment it starts to happen.
In dem Moment, wo es passiert, what changes? Was verändert sich? Does something change in your body? Verändert sich etwas in eurem Körper? Can anybody describe? Kann das irgendjemand beschreiben? Entspannung. Entspannung. Organization. Weite. Vastness. Yeah. Like everything falls at its place and then everything is okay. Wie wenn alles an seinem Platz fällt und alles okay ist. Deep sense that everything's okay. Ein tiefer Sinn dafür, dass alles fein ist. Zeit und Raum spielen keine Rolle mehr. Ah. Time and space don't matter anymore. Schön, ne? That's nice, eh? Also, we start participating in each other's well-being. Was auch entsteht, ist, dass wir an anders Wohlsein teilnehmen. It's important to notice that, but actually, just that simple feinschmecking. Es ist wichtig, dass wir das erkennen. Nur dieses einfache Feinschmecken is actually a benefit to each other. Hilft uns allen gegenseitig. I'm curious how many of you can pick that up, because that's important. Bin neugierig, wie viele von euch das empfinden können. Das ist wichtig. It's beautiful, yeah. Because we actually yearn to be in life in a way that assists each other. Denn wir sehen uns alle danach, in einem Leben auf eine Art, im Leben auf eine Art und Weise zu sein, dass wir einander helfen und assistieren. Rather than being in life in a way that hurts each other. Anstatt in, auf eine Art und Weise in der Welt zu sein, dass wir einander wehtun. Can we pass a microphone back, please? Ja.